Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Panorama-Video. Nach langer Zeit gibt es endlich mal wieder eine Neuigkeit für euch. Und zwar geht es hier um die Pokale. Einmal Ausstellungspokal und den Zuchtpokal. Viele Spieler fanden es unfair, dass die Pokale bei Events die Droprate nicht erhöhen. Zum Beispiel beim diesen, also beim Event, das derzeit läuft, bekommt man nicht mehr Bälle, wenn man hier die Pokale aufgebaut hat. Das fanden viele unfair. Und jetzt kommt eine gute Nachricht. Das wurde jetzt geändert. Die Pokale haben jetzt eine Auswirkung auf die Droprate. Man kann die Wahrscheinlichkeit durch den Auswahl von Pokalen erhöhen. Das heißt, auf dem Feld, wo die Pokale sind, da bekommt man jetzt tatsächlich auch mehr Bälle raus. Wenn man die Pokale wegmacht und ohne Pokale endet, bekommt man wesentlich weniger Bälle, als wenn die Pokale da sind. Also die Nacht ist richtig, richtig gut. Das heißt, mein Tipp für euch alle, immer die Pokale hier auf den Feldern stehen haben, wo ihr gerade erntet, weil dadurch bekommt ihr jetzt richtig viele Bälle. Ohne die Pokale gehen euch viele Bälle verloren. Und das ist nicht so bei diesem Event, sondern bei allen Events. Zum Beispiel gab es auch mal so ein Event, bei, das sind, was war es nochmal? Ich glaube, Narzissen-Emi aus der Erde gedroppt und da hatten die auch keine Auswirkung. Aber wenn es da schon diese Änderung gab, hätte man auch mehr Narzissen bekommen mit diesen Pokalen. Dass das mal endlich mal eine Änderung, die richtig, richtig sinnvoll und für alle Spieler in Ordnung ist. Natürlich die Spieler, die hier Level 20 sind und die noch keine Pokale haben, für die ist es natürlich jetzt bisschen unfair, aber für die, die beide Pokale haben und auch höher Level sind, für die ist das natürlich wunderbar. Das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis bald mal. Tschüss.